So, ich habe jetzt mal testweise so als Spielerei eben hier so einen Halter hergemacht für so eine Oberfräse und ja, habe jetzt auf das Wasserbecken einfach eine Siebdruckplatte und auf eine alte Tür testweise einfach mal ja, so einen Kompass oder was drauf gefräst. Von den Einstellungen, ich bin halt ja, ziemlich langsam gefahren. Ich glaube, ich hätte auch noch schneller fahren können. Und als Schnitthöhe, also THC habe ich ausgestellt, Ohmic habe ich ausgestellt und Limit Switch habe ich ausgestellt. Und als Schnitthöhe 0 mm eingegeben. Und ja, quasi mit dem Fräser mit der Spitze runtergefahren, bis er Kontakt hatte. Und dann hier mit rechter Maustaste den Wert um 2 mm korrigiert, dass er dann quasi, wenn er runterfährt, quasi 2 mm unter diese Null fährt. Und dann eben hier, ja, das reinfräst mit so einem Gravierfräser oder so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, so einem V-Fräser. Ganz gerad. Oder ganz eben ist das Ganze jetzt nicht. Das sieht man jetzt auch hier, weil er da tiefer rein gefräst hat als auf der Seite. Aber ja, mal ganz witzig zum Ausprobieren. Was ich halt hier jetzt mal aufpassen musste, da ich die Fräse mit dem Akku betreibe, falls der Akku leer wird, halt dann das Programm stoppen. Aber bei dem Schnitt hat der Akku jetzt komplett gereicht. Ich meine, der hat ja auch nicht weit rein gefräst.